Hallo, willkommen im Video 19 in der Vorlesung Mathematische Modellierung 1. Im letzten Video haben wir jetzt schon mal gesehen, wie man anfangen kann, mit Differentialgleichungen zu arbeiten. Wir hatten dieses einfachste Beispiel, wir haben das Füllen eines Gefäßes. Wir haben hier einfach ein Volumen x, das sich konstant erhöht, weil wir einen konstanten Einstrom haben. Deswegen haben wir ein Modell, das ganz, ganz einfach aufgestellt ist. X-Punkt ist einfach eine Konstante. Und dann haben wir gesehen, wir können das Modell lösen durch Separation der Variablen, haben diese zwei Varianten, je nachdem wie wir integrieren, und bekommen dann die Lösung, ein zeitlineares Wachstum. Der Zustand ändert sich kontinuierlich in der Zeit. Was ich jetzt als nächstes machen will, wir wollen mit dem Modell mal ein bisschen rumspielen. Und das Erste, was man machen könnte, jetzt ähnlich wie bei diesem Ameisenmodell, jetzt könnte man überlegen, wie kann man dieses Modell verbessern. Und jetzt nehmen wir mal diese Badewannen-Waschbecken-Analogie und sagen, irgendwann läuft das ja über das Gefäß. Also bauen wir jetzt hier unseren Abfluss ein. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Abfluss, da kann auch mit einer konstanten Geschwindigkeit was rauslaufen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. So, wir wollen also jetzt eine Modellvariante untersuchen, bei der wir einen konstanten Ausfluss haben. Jetzt haben wir zwei Prozesse in unserem System. Wir haben den Zufluss parametrisiert über das Groß I und jetzt haben wir den Ausfluss. Da brauchen wir jetzt auch eine Zeichnung dafür, das nenne ich mal E wie F-Flux. Und jetzt haben wir zwei Kontrollparameter, das heißt, wir kriegen auch zwei Parameter. I und E, die uns die beiden Prozesse bestimmen, aber wir haben immer noch nur eine Zustandsvariable, nämlich das Volumen in unserem Gefäß. Und dann schreiben wir das Modell auf. Wir schreiben wieder x-Punkt gleich. Und jetzt fangen wir erst an zu überlegen. Also, dass Sie, wenn Sie irgendwie Hemmungen haben, Modell aufzuschreiben, fangen Sie einfach erstmal an und überlegen, was kommt jetzt dahin. Und jetzt die Änderungsrate ist die Summe der Prozesse. Den ersten Prozess hatten wir ja schon gesehen, x-Punkt gleich i. Und jetzt wollen wir dieses Modell verändern. Jetzt muss halt der Ausfluss noch damit reinkommen. Da kommt jetzt einfach noch dieser Ausfluss dazu. Und jetzt muss man, dann ist klar, da kommt dieses E rein. Aber wir dürfen das nicht addieren, weil der Ausfluss ja einen negativen Einfluss hat. Wir müssen also bei den Prozessen immer überlegen, in welche Richtung beeinflussen die Prozesse den Zustand. Der Zufluss vergrößert x, der Ausfluss reduziert x, also brauchen wir hier ein Minus. Und dann sieht unser Modell so aus. Es ist jetzt nicht viel komplizierter geworden, aber ich wollte Ihnen nur mal zeigen, generell, wie wir ein Modell aufschreiben, wenn wir zwei Prozesse haben, dann müssen wir einfach hier nur alle Prozesse, die Einflüsse aller Prozesse addieren, hintereinander. Da wir hier zweimal Konstante haben, haben wir einfach hier eine Addition von zwei Konstanten. Und jetzt sehen Sie, jetzt können wir natürlich definieren, so einen effektiven Einfluss, I Tilde gleich I minus E. Das ist ein effektiver Parameter, effektiver Influx. Dann schreibt sich das Modell so, x-Punkt ist gleich diese i Tilde. Das heißt, das Modell schreibt sich formal genauso wie das Modell, bei dem wir nur einen Einfluss haben. Nur dieses i Tilde ist halt jetzt ein effektiver Parameter, weil das i Tilde ist nicht unbedingt nur der Einfluss, sondern es ist die Kombination aus Einflux und Ausflux. Das haben wir sehr oft, dass wir solche effektiven Parameter bekommen. Die Struktur der Gleichung ändert sich nicht, aber die Parameter müssen anders interpretiert werden. Und dann wissen wir sofort natürlich, was kommt raus. Dann wissen wir, jetzt brauche ich ja gar nichts mehr zu lösen. Wir wissen einfach, wir bekommen jetzt wieder eine zeitlineare Abhängigkeit. Nur diesmal ist die Steigung
gegeben als I tilde. Ne? Aber wenn Sie jetzt ein bisschen aufpassen, dann können Sie sagen, ja, hallo, warum soll das denn immer zunehmen? Das könnte ja sein, dass der Ausfluss größer ist als der Einfluss. Und dann müsste der Pegel ja abnehmen. Und da haben Sie vollkommen recht. Ne? Was wir jetzt hier angenommen haben, wenn wir das so auftragen, dann sagen wir, dieser effektive Parameter ist größer als 0. Das muss ja aber gar nicht sein, weil wir hier eine Differenz haben. Das heißt, der effektive Parameter kann ja negativ werden. Ne? Diesen Fall mussten wir hier bei dem Modell vorher nicht betrachten, weil der Influx immer ein positiver Parameter ist. Aber so ein effektiver Parameter kann ja auch mal negativ werden. Und dann müssen wir überlegen, was passiert jetzt mit x von t, wenn unser effektiver Parameter negativ ist. Und dann kriegen wir ja wieder ein zeitlineares Verhalten, nur diesmal mit einer negativen Steigung. Das ist erstmal nichts weiter Schlimmes, außer wenn wir das ein bisschen weiter fortsetzen, dann haben wir natürlich ein Problem, weil hier auf einmal bekommen wir negative Pegel, negatives Volumen. Das darf natürlich nicht sein. Aber wenn wir sagen, wir haben einen konstanten Ausfluss und unser Zustand, unser Pegel in dem Gefäß wird allmählich null, und wenn wir jetzt annehmen, dass aus einem leeren Gefäß immer noch was rausfließen kann, dann wird natürlich unser Zustand negativ. Das ist etwas, das taucht in Modellierung dann auch oft auf. Modelle sind ja immer vereinfachte Annahmen des realen Systems, das hatte ich Ihnen ja schon mehrfach betont. Und das ist auch okay, wir müssen nicht gleich alles abbilden. Dann müssen wir nur aufpassen, wie lange ist das Verhalten, das wir von dem Modell bekommen, auch wirklich konsistent mit dem, was sein kann. Und dann kann es halt schon sein, dass so ein Zustand in den Bereich läuft, der physikalisch keinen Sinn mehr macht. Ne? Und dann müsste man sagen, spätestens ab diesem Punkt hier macht das Modell so keinen Sinn mehr. Oder das schreit dann nach einer Modellverbesserung. Zumindest, wenn wir in die Bereiche kommen, wenn x sehr, sehr klein wird und wir einen großen Ausfluss haben. Und jetzt müssen wir überlegen, wie könnten wir jetzt so eine Modellverbesserung machen? Wir brauchen also jetzt eine Modellverbesserung. Und jetzt können wir mal überlegen, wie könnte die prinzipiell ausschauen. Vielleicht das zu sehen zeichne ich hier rechts nochmal überhaupt unser System auf. Also wir haben hier unser Gefäß gehabt. Und jetzt haben wir halt hier unten den Ablauf. Hier kann was raus. Hier haben wir unser Volumen x und wir haben den Einfluss i. Und hier haben wir jetzt den Ausfluss e. Und jetzt haben wir gesagt, das Problem besteht daran, wenn der Pegel immer kleiner wird, dann stimmt irgendwas nicht mehr. Aber die Annahme, dass konstant was reinströmt, stimmt ja dann immer noch. Ne? Selbst wenn wir einen leeren Pegel haben, strömt immer noch konstant was rein. Aber dann irgendwann kann gar nichts mehr rausfließen. Ne? Das heißt, dieser Ausfluss, der kann keine Konstante sein, sondern dieser Ausfluss muss eine Funktion des Zustandes sein. Das heißt, wir haben hier so eine Regulation. Und so haben wir oft Modellverbesserungen gemacht. Das war auch bei diesem Ameisenmodell so. Da hatten wir ja auch diese Anzahl der Eier, die eine Königin legen kann. Und dann haben wir in einer Modellverbesserung gesagt, ja, aber diese Anzahl der Eier hängt vielleicht von der Anzahl, also die Eierlegerate
hängt vielleicht von der Anzahl der Bienen ab. Dann ist das, was vorher ein Parameter wurde, wurde zu einer Funktion. Genauso haben wir das hier auch. Wir haben einen Parameter gehabt, den Ausfluss des Modells. Und jetzt wird dieser Ausfluss eine Abhängigkeit von dem Zustand. Modellverbesserung. Ein Parameter wird zu einer Funktion des Zustandes. Und jetzt können wir überlegen, jetzt wie modellieren wir was? Und jetzt geht es sofort grafisch los. Jetzt müssen wir einen Graph machen. Jetzt müssen wir sagen, wir haben unseren Zustand x, das Volumen. Hier haben wir unser Ausfluss, der jetzt eine Funktion des Zustands sein soll. Und wenn wir jetzt schauen wollen, wie verbessern wir das, dann tragen wir erstmal ein, was war in dem Originalmodell, wie haben wir es da modelliert, dann war das E eine Konstante. Dann haben wir gesagt, der Ausfluss ist einfach konstant. Und das wäre auch okay, solange der Zustand noch groß ist, der Pegel groß ist, aber wenn der Pegel sehr klein wird, dann kann gar nichts mehr rausgehen. Also die Annahme, dass wir hier einen positiven Ausfluss haben für kleine x, macht keinen Sinn mehr. Das heißt, wenn der Zustand der Pegel leer ist, kann kein Ausfluss sein. Wir brauchen hier eine Funktion, die aus der Null rauskommt. Jetzt könnte das natürlich einen Sprung machen. Es könnte eine Funktion sein, die überall konstant ist und dann einen Sprung. Wäre möglich. Ne? Das heißt, wir laufen hier immer mit konstanter Rate raus, aber sobald das System leer ist, dann geht es halt nicht mehr. Dann hätten wir hier eine Sprungfunktion. Aber oft wollen wir lieber was Glattes modellieren. Ne? Und wäre es nicht sinnvoller zu sagen, wäre das nicht ein sinnvolles Modell? Dass wir sagen, wir haben hier für große x einen konstanten Ausstrom und für kleine x nimmt dann der Ausstrom kontinuierlich ab. Dann wäre das jetzt das Modell, das wir nehmen können. Oder was wir machen könnten, so ähnlich hatten wir das ja auch mit dem Ameisenmodell mal gehabt. Oder wir sagen vielleicht, wir machen das so in zwei Segmenten. Wir sagen, in einem gewissen Bereich haben wir hier so einen linearen Anstieg. Und dann, wenn das x groß genug ist, haben wir hier eine Konstante. Aber ganz typisch werden wir in der Modellierung solche sigmoidalen Abhängigkeiten hinschreiben. Ja? Das wäre hier was eine natürliche Variante, die man nehmen könnte. Eine sigmoidale, eine saturierende. Sigmoidal machen wir später, eine saturierende Abhängigkeit. Weil ich jetzt gerade sigmoidal gesagt habe, sigmoidal wäre was anderes, das wäre, wenn wir hier wie so eine S-Kurve haben. Das machen wir aber später. Wir wollen eine Saturierung, das heißt, wir haben eine Kurve, die anwächst, aber für große x saturiert, das heißt, sich hier zu einer Konstanten umbiegt. Wir wollen das aber jetzt in unserem Modell, wir wollen erstmal einfach vorgehen, weil das wird schon ein bisschen schwieriger, so eine Funktion jetzt zu integrieren, in das Modell einzubauen, die sich hier so kontinuierlich ändert. Wir machen das mal in zwei Schritten. Wir schauen erstmal, was sich denn ändert, wenn wir von dieser Konstanten weggehen und mal hier so eine Funktion nehmen, die hier wirklich gegen 0 geht, aber ansonsten einfach ist. Wir nehmen erstmal, schauen wir, was wäre dann, wenn der Ausfluss so wäre, wenn wir einen Ausfluss haben, der halt hier eine lineare Funktion von x ist. Dann sollte das zumindest konsistent sein, weil dann können wir niemals in negative Zahlen kommen. Wenn wir das gelöst haben, dann wollen wir uns anschauen, was passiert hier mit so einer saturierenden Funktion. Wir machen das jetzt schrittweise. Und jetzt, bevor wir das jetzt analysieren, vielleicht nochmal was zu der Bedeutung von diesem Modell. Weil wir könnten jetzt vielleicht sagen, was interessiert mich, wie so ein Waschbecken sich jetzt füllt oder die Badewanne, wie lange ich brauche.
bis die Badewanne einen gewissen Stand erreicht hat. Aber dieses Modell ist zumindest so als Grundgerüst, als Lego-Baustein in größeren Modellen von enormer Wichtigkeit. Ja? Weil wenn wir das so hinschreiben, in so einer Form, erstmal, wie würden wir denn das Modell hinschreiben? Überlegen wir erstmal, wie sieht das Modell jetzt aus? Das sieht natürlich jetzt so aus, dass die Änderungsrate ist unser konstanter Zustrom minus der Ausstrom, aber der ist jetzt eine Funktion von x. Und diese Funktion spezifizieren wir hier mit diesem Bild. Ne? Entweder jetzt eine Konstante, eine linear ansteigende Funktion oder so eine saturierende Funktion zum Beispiel. Ne? So sieht jetzt das Modell aus. Und das x könnte natürlich jetzt wirklich die Füllmenge in der Badewanne sein. Das x könnte aber auch in einem metabolischen Netzwerk die Konzentration eines Metaboliten sein. Ne? Oder sonst irgendwas. Ne? Generell haben wir sehr oft solche Boxmodelle. Dann haben wir hier eine Box und die enthält jetzt eine Konzentration, eine Menge von Leuten, eine Menge von Atomen, was auch immer. Und diese Box hat Innen- und Ausflüsse. In diesem Fall machen wir es einfach. Wir sagen, wir haben nur einen Einfluss und wir haben einen Ausfluss. Diese Ausflüsse hängen dann oft von den Zustandsvariablen ab und wir machen es hier einfach und sagen, nur der Ausfluss hängt von der Zustandsvariablen ab. Ne? Und jetzt kann man das natürlich zusammensetzen. Was jetzt hier rauskommt, wird dann später nochmal in andere Boxen reingehen, wo wir andere Zustandsvariablen haben und so weiter. Und vielleicht gibt es dann auch wieder Feedbacks. Ne? Das heißt, so eine Box allein ist vielleicht ein bisschen trivial. Aber wenn wir jetzt viele von diesen Boxen zusammenschalten, dann sind wir sofort in metabolischen Netzwerken in unserem Ökosystem. Dann haben wir die Populationsdichte, da kommen Arten rein und raus. Ne? Oder im Klimasystem, dann ist das hier irgendwie die Temperatur und dann haben sie Wärmeflüsse rein und raus. Ne? Also das sieht vielleicht ein bisschen trivial aus, ist es aber gar nicht, sondern von dieser Form sind sehr, sehr, sehr viele Modelle. Ne? Und das hängt halt davon ab, wie wir jetzt dieses x interpretieren. Ne? Zum Beispiel, ne? Wir können jetzt sagen, wir haben, ich nenne das erstmal hier Interpretationen, Interpretationen oder Variationen dieses Modells, dann könnte das x könnte sein, ne? Das Volumen. Dann haben wir hier Einfluss und Ausfluss. Das x könnte ja auch sein, die Menschen in einem Bahnhof. Sie sind jetzt Verkehrsplaner, jetzt haben Sie die Bahnhof, die Wartehalle, jetzt kommen hier gewisse Leute rein und ab und zu fahren Züge raus, sie nehmen Leute mit. Ne? Und jetzt wollen Sie wissen, wie viele Leute halten sich im Bahnhof auf, ne? Und dann haben Sie so ein Modell dieser Form. Ne? Oder sind auf der Autobahn, haben Sie eine Staubildung und so weiter, dann kriegen Sie Modelle so dieser Form. Ne? Dann, oder Sie haben eine Warteschlange im Supermarkt. Dann haben Sie die Länge der Warteschlange, wie viele Leute warten da, dann kommen immer konstant Leute dazu, ne, weil immer konstant Leute in den Supermarkt reingehen und das hier ist die Abfertigung an der Kasse. Und dann müssen Sie überlegen, wie viele Kassen machen Sie auf in Abhängigkeit der Länge der Warteschlangen, dass das hier nicht zu lange wird. Ne? Dann müssen Sie eine Warteschlange modellieren. Ne? Konzentrationen chemischer Substanzen. Ne? Konzentration chemische Substanzen, ne? Dann haben Sie hier die Konzentration einer Substanz, eines Reaktanten, dann haben Sie jetzt Hin- und Rückreaktionen, ne? Dann kommt was rein in so einem Netzwerk von chemischen Reaktionen, dann wird was abgebaut durch andere chemische Reaktionen und dann kriegen Sie raus, wie sich die Konzentration ändert. Ne? Sie haben Temperatur, dann ändert sich die Temperatur und dann hängt die Änderung der Temperatur hängt von den Hitzeströmen ab,
wie viel Wärme wird produziert, wie viel wird geheizt, wie viel kühlt ab. Ne? Und wenn Sie jetzt Klimamodelle machen wollen und wollen wissen, wie ändert sich die Temperatur der Atmosphäre, dann haben Sie Einstrahlungsprozesse von der Sonne, Abkühlungsprozesse und so weiter. Und haben Sie auch solche Boxmodelle. Ne? Im Finanzwesen, wenn das irgendwelche Geldmengen sind, Geldmengen oder der Wert irgendeines Depots oder so, dann haben Sie Geldströme, die rein und raus gehen in so einem System und die Geldmenge irgendwo in Ihrem Konto ändert sich als Funktion, als Differenz der Ströme. Ne? Und ich sage Ihnen das nur, weil wir halt oft so einfache Modelle hinschreiben und ich sage dann halt Pegel eines Waschbeckens, damit es einfacher so zu interpretieren ist. Aber das kann ja durchaus, ist sofort der Start für alle möglichen Anwendungen, alle möglichen anderen Systeme. Ne? So, aber jetzt zurück zu unserem Modell. Wir wollen das lösen und jetzt hängt es ab, für welche Funktion von e von x wir das lösen. Für diese konstante Funktion e von x haben wir das gelöst. Jetzt als nächstes wollen wir das für diese blaue Funktion lösen, so eine linearen ansteigende Funktion und dann für die rote Funktion. Und weil das Video schon ein bisschen lang wird, mache ich das im nächsten Video. Vielen Dank.